Hallo. Wie geht es euch? Jetzt bin ich ja mal gespannt, wer alles da ist um diese Zeit. Aber ich mache es halt immer intuitiv. Und ja, ich wollte mit euch nochmal über Divine Money sprechen, weil es ist mir wirklich, wirklich ein Herzensprojekt. Und vielleicht hast du gelesen, wie wäre es, wenn in Zukunft alles, was mit Geld zu tun hat, bei dir wahre Freude auslöst? Wie wäre das, wenn in Zukunft alles, was mit Geld zu tun hat, pure, reine Freude für dich ist? Wenn Geld einfach sowas von schön und wunderbar für dich ist, wenn über Geld zu sprechen, Geld anzunehmen, deine Preise zu nennen, deine Angebote zu nennen, deine Rechnungen zu bezahlen, dir deine Wünsche und Träume zu erfüllen. Wie wäre das, wenn es in Zukunft für dich einfach nur Juhu ist? Juhu, ich finde es so, so schön. Geld ist hier, Geld ist Fülle, Geld ist wunderbar. Wenn du dir das wünschst in deinem Leben, dann bist du bei Divine Money richtig. Möchte dich nochmal daran erinnern, ich mache dieses Video ja gerade in der Gruppe. Finde heraus, wer du wirklich bist. Werde gesund und finanziell dafür belohnt, du selbst zu sein. Ja, und da hängt oft schon mal ein riesengroßer Haken drin. Und ich sage, ja, du kannst finanziell dafür belohnt werden, du selbst zu sein. Wie, wo, was, wann, weshalb, wie viel? Kommen diese ganzen Wie-Fragen, die dich komplett abtrennen von diesem unglaublichen Potenzial, das da ist, mit dem du auf die Welt gekommen bist, weil niemand ist hier auf die Welt gekommen, um finanziellen Mangel zu haben. Niemand ist hier auf die Welt gekommen, um finanzielle Sorgen zu haben. Und glaube mir, ich weiß, wie das ist. Ich weiß es so genau, wenn sich im Leben alles nur um Geld dreht. Ich weiß genau, wenn man sich permanent überlegt, kann ich das machen, kann ich das tun? Und nicht nur im privaten Bereich, sondern ich kenne es eben auch aus dem geschäftlichen Bereich. Ja, es ist so übelst, wenn du nicht richtig wirken kannst, wenn du spürst in dir, hier ist was da, ich darf was bewirken, ich bin hier, meine Lebenszeit ist dafür da, damit ich etwas bewirken kann, damit ich Wirkung erzeugen kann. Durch mein Sein hier, damit ich ein sinnvolles Sein hier habe, einen Lebenssinn, wie viele sagen. Und dann kommen immer wieder diese Begrenzungen und das heißt, ja, das kann ich nicht machen, weil, das geht nicht, weil, und ich würde ja schon, weil. Und das ist nicht gewollt für uns. Das ist nicht gewollt für niemanden. Das ist nicht der Wille unseres Schöpfers, dass wir hier sind, um eingeschränkt und unterdrückt zu werden. Und das gibt einfach noch so viele Menschen, die ihr ganzes Licht nicht scheinen lassen, weil sie glauben, sie haben erst die Berechtigung dazu, wenn das Geld da ist, wenn das Geld ihnen die Wertschätzung gezeigt hat. Und auf diesem Holzweg bin ich übrigens auch sehr lange gewesen. Ich habe immer darauf gewartet, bis mir mein Bankkonto die Wertschätzung gezeigt hat, meiner Arbeit, die Wertschätzung meines Seins, die Wertschätzung meiner Bemühungen, die Wertschätzung meiner Zeit, die Wertschätzung meines Engagements, die Wertschätzung meines ganzen Herzblutes. Und ich habe gewartet und gewartet, bis das irgendjemand mir zeigt oder bis es mein Bankkonto mir zeigt. Und diese Wertschätzung war nie da. Die war nie in diesem Ausmaß da, dass ich mir die Blanko-Erlaubnis geben konnte, einfach mir zu vertrauen und diese Dinge, die ich so gerne tun wollte, die ich so gerne wirken, erwirken und bewirken wollte, nicht machen konnte. Da waren immer Einschränkungen und Begrenzungen. Die Freude ist nie wirklich geflossen. Einerseits wegen dem Geld und andererseits wegen der
großen Verantwortung, die ich immer gespürt habe, die ich für Menschen übernehmen muss, wenn ich sie inspiriere und mitnehme. Und es sind zwei ganz, ganz einengende Geschichten, die dir nicht erlauben, tatsächlich in deine volle Kraft, in deine volle Ausstrahlung, in deine volle Wirkung reinzugehen. Weil du einerseits denkst, es hat Konsequenzen für dich und andere, und weil du andererseits denkst, du brauchst viel mehr Geld und du brauchst noch viel mehr Erlaubnisgeber. Diese ganze Suche nach Erlaubnisgebern, das ist etwas, was uns so, so einschränkt. Und ein höchst, Nummer eins Erlaubnisgeber ist nun mal das Geld. Und deswegen, in Divine Money geht es wirklich darum, die Göttlichkeit im Geld zu erkennen, die Göttlichkeit im Geld zu erkennen, dass Geld ein Symbol ist, das dir zeigt, du bist aufgehoben. Du bist da, aber du musst dich natürlich erst aufgehoben und da fühlen, bevor das Geld dir das auch noch symbolisieren kann. Das Geld zeigt dir, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass du die richtigen Dinge tust, dass du die richtige Wirkung erzeugst, dass du gut genug bist, dass du perfekt bist in dem, was du tust. Aber leider ist es nur das Symbol, das kommt, wenn du es getan hast. Und diesen ganzen Bullshit im Kopf aufzuräumen, das machen wir in Divine Money. Wir kriegen das mal klar. Wir kriegen klar, was uns unterbewusst überhaupt noch so alles einfällt, wenn wir mit Geld zu tun haben. Was uns unterbewusst alles noch so von Geld abhält und abstößt. Und dann ist es auch ganz wichtig, dieser zweite Punkt, den wir uns anschauen in Divine Money, die Klarheit in Bezug auf Geld zu gewinnen, einfach auch zu sagen, wie viel Geld willst du wirklich verdienen? Wie viel willst du wirklich, wirklich haben? Und darum, da geht es nicht darum, irgendwie gierig zu sein oder einfach nur Geld haben zu wollen, um es zu haben, sondern um Geld mit Wirkung mit Geld zu erzielen. Ja? Auch wenn du dir einen Kaugummi kaufst, erzielst du Wirkung mit Geld. Auch wenn ich jetzt hier mein Programm verkaufe, erziele ich doch eine grandiose Wirkung mit dem Geld, das ich zu mir erlaube, kommen zu lassen. Die Wirkung der Teilnehmer, das ist ja unglaublich, das ist einfach grandios. Und damit kann ich Wirkung erzielen. Und wie viel mehr Wirkung will ich noch erzielen? Und stehe ich dem im Wege? Stehe ich dem im Wege, dass ich diese Wirkung nicht größer werden lasse, weil ich ein Problem habe, Geld dafür zu empfangen und gleichzeitig auch ein Problem habe, anderen wieder Geld zu geben, damit ich sie in ihrer Wirkung unterstützen kann? Das wäre eigentlich für mich so das Idealbild, ja, dass Geld eigentlich nur noch diese helle, geniale Begeisterung ist, die ich für mich habe und für meine Arbeit, für meine Wirkung und genauso für die Arbeit und für die Wirkung der anderen Menschen, die aus vollem Herzen im Sinne der liebenden, göttlichen Perfektion hier wirken und bewirken. Und diese Klärung aufzunehmen und zu sagen, ja, was willst du denn? Dann geht es nämlich gar nicht so um Geld, sondern dann geht es wieder darum, was willst du wirken und was willst du bewirken? Also wir nehmen hauptsächlich auch das Geld aus dieser ganzen Gleichung raus, weil das Geld ist nur ein Platzhalter für Grenzen und Begrenzungen, wenn du es dazu werden lässt. Also, und deswegen decken wir alles auf und lösen alles ab, was deiner Wirkung und deinem Bewirken entgegensteht und somit auch deinem Geldflow entgegensteht. Es ist ein und dasselbe. Dann arbeiten wir mit dem Verstand, dem Unterbewusstsein und mit dem Herzen. Weil es ist so, so wichtig, dass du dir erlaubst, dass deine Angelegenheiten Herzensangelegenheiten sind und nicht Geldangelegenheiten. Und meistens sind die Leute, die in Herzensangelegenheiten unterwegs sind, eben auch die Leute, die sich kein Geld erlauben, weil sie glauben, Herzensangelegenheiten dürfen keine Geldangelegenheiten sein. Das ist einfach etwas, das in unserer Gesellschaft verankert ist. Und was aber so nicht stimmen
muss, weil du entscheidest, was für dich richtig ist und was nicht stimmt. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, den wir anschauen in Divine Money. Die ganze Selbstsabotageprogramme, die gegen Geld laufen in dir, aufdecken und beenden. Und wenn das da ist, wenn diese Selbstsabotageprogramme aufgedeckt sind und nicht mehr laufen, dann kannst du diese anziehende Wirkung für Kunden auch und für Geld einfach endlich entfalten. Und das ist auch so wichtig, weil auch dann wieder erst diese Wirkung möglich ist, die du ja von ganzem Herzen erzielen möchtest. Du möchtest ja bewirken. Da ist man sich gar nicht so bewusst, wie viel man wirken und bewirken möchte auf dieser Welt. Wir sind nicht einfach hier, um Geld zu verdienen oder um einen Job zu machen. Das reicht uns nicht. Wir wollen noch, dass wir eine Wirkung erzeugen. Wir wollen noch etwas generieren. Wir wollen etwas ermöglichen. Wir wollen etwas beitragen. Und oftmals können wir das nicht, weil wir meinen, wir müssten andere Dinge tun, die wichtiger sind, weil ja Geld so wichtig ist und die Wirkung, die wir nachher hinterlassen können, die aus unserem Herzen heraus entstehen wollen würde, für die bleibt gar keine Zeit mehr, weil ich so beschäftigt bin, Geld zu verdienen. Und das kann es doch auch nicht sein, oder? Und dann, das sind diese Selbstsabotageprogramme, die dann immer laufen. Und ja, du musst erst das und wenn du das nicht hast, dann kannst du nicht das. Und schau mal hier und hier ist Gefahr. Und diese schreckliche Stimme von diesem, viele nennen ihn diesen inneren Saboteur, der dir die Hucke voll labert, der dir die Freude austreibt, der die Leichtigkeit austreibt, der dich in Angst und Schrecken halten mag, wenn du nur irgendwann mal für dein Herz und für deine Freude und für deine Begeisterung gehst, den gilt es auszustellen. Und ich kann dir eins sagen, ausstellen kann man den nicht, sondern man kann ihn umerziehen, man kann ihn mit neuen Informationen füttern. Und wenn du das schaffst, dann hast du statt einen inneren Saboteur an deiner Seite einen liebenden Coach, der dich weiterführt, der dir Mut macht, der dich unterstützt und der hinter dir steht. Und so machen wir deinen inneren Saboteur zu deinem liebenden Coach. Und anstatt dich die ganze Zeit mit so einer Bullshit-Stimme in deinem Kopf auseinanderzusetzen, die dich in Angst und Schrecken hält, hast du eine aufmunternde Stimme an deiner Seite, die dich immer wieder an deine Vision erinnert an das, wofür du wirklich hier bist, was du wirklich bewirken möchtest, wofür du deine Zeit investieren möchtest. So jemanden möchtest du doch an deiner Seite haben. Stell dir mal vor, du erzählst mir zum Beispiel, wow, von deinen tollen Plänen. Du erzählst mir, was du alles vorhast und was für ein tolles Angebot du hast, wie toll du die Probleme der Menschen, deiner Zielgruppe lösen kannst. Du erzählst mir das in voller Begeisterung. Ja, stell dir das mal vor. Und ich sitze da und sage, ja, aber das geht nicht. Wie willst du denn das machen? Und hast du überhaupt Geld dazu? Hast du überhaupt die richtige Qualifikation? Wie willst du deine Kunden kriegen? Wie willst du davon leben? Ja, stell dir das mal vor. Und ich labe dir das die ganze Zeit ins Ohr. Würdest du mich wieder anrufen? Nein. Du würdest mich doch nicht mehr anrufen. Also, dann rufe ich dich jetzt jeden Tag an. Du bist da voll aufgegangen, total begeistert von deinem neuen Projekt, von deiner neuen Geschäftsidee, was auch immer. Und ich rufe dich jeden Tag an und sag dir, wieso und weshalb und warum das keine gute Idee ist, warum sie nicht erfolgreich sein kann und warum es nicht funktioniert. Was würdest denn du mir sagen? Du würdest irgendwann mal sagen, hey, hör auf, ruf mich doch nicht mehr an. Aber dein innerer Saboteur, deine Stimme im Hirn, die darf dich jeden Tag anrufen, die darf dich jeden Tag zulabern, die darf dir jeden Tag sagen, wieso, weshalb, warum deine Wünsche und Träume nicht in Erfüllung gehen sollen. Dieser innere Saboteur, der darf dich anrufen, ja? Und da
ist es so, so wichtig, mal klar hinzuschauen und diese Stimme, diesen inneren Saboteur zu einem inneren Cheerleader zu machen. Und das werden wir machen in Divine Money. Weil kein Mensch braucht einen inneren Saboteur. Das ist Bullshit. Der will zwar, kann man sagen, eine gute Sache machen und dich schützen, aber der hat keine Ahnung von den göttlichen Gesetzen, der hat keine Ahnung von dem, wer du wirklich bist, von deiner göttlichen Perfektion und deswegen musst du dem das mal klar machen. So, danke Philipp, ich lese gleich deine Kommentare und dann geht's weiter. Reichtum normalisieren, Reichtum und Vermögen normal machen. Das ist so unglaublich. Wir haben so einen unterbewusstes Barometer. Ich habe gestern auch wieder ein Coaching-Gespräch gehabt. Und ja, ich arbeite auch sonntags, aber dafür arbeite ich vielleicht manchmal mittwochs nicht. Und zwar ging es wirklich darum, hier in der Schweiz haben wir ein relativ hohes Lebenskosten, Haltungskostenniveau. Ja? Also wir haben mal die Mieten verglichen zwischen Deutschland und der Schweiz und ich zahle ungefähr, ja, warte mal, dreimal, dreieinhalbmal so viel Miete für eine gleichwertige Wohnung wie ihr in Deutschland. So schaut's aus. Aber für mich ist es normal. Für mich ist es normal. Und jetzt überleg dir mal, für dich wäre es normal, dreieinhalb mal so viel Miete zu bezahlen, wie du jetzt bezahlst. Irgendwann dann merkst du den Unterschied nicht mehr. Ja, für mich, ich merke das gar nicht. Für mich ist es eben das Normalste. Und genauso können wir uns auf ein Geldniveau einschießen. Ja, und wir können es immer wieder erhöhen. Wenn ich jetzt in ein anderes Land ziehen würde, wo die Mieten nochmal doppelt so hoch wären wie bei mir, wäre ich da auch irgendwann mal akklimatisiert. Aber wir können uns auch bedingungslos an ein höheres Geldeinkommensniveau, an ein höheres Reichtumsniveau akklimatisieren und das kennen und lieben und normal zu finden. Und nicht jeden Tag, stell dir mal vor, jeden Tag würde ich mich darüber aufregen, dass ich dreieinhalb Mal so viel Miete bezahle wie du. Es würde mir auch nicht weiterhelfen. Für mich ist es, also wir müssen ein neues Normal für Einkommen, für Geld, für Cashflow, für all das, was mit diesem Thema Geld und Finanzen zu tun hat. Jeder kreiert sich sein eigenes Normal und jeder kann sich das so kreieren, wie er möchte. Auch das machen wir in Divine Money. Und dann geht es eben genau darum, auf welchem Niveau bist du bereit, Geld zu empfangen und auf welchem Niveau bist du bereit, Geld auszugeben und zu investieren. Das musst du verändern. Und zwar zuerst in dir, bis du es dann im Außen machen kannst. Aber da dich einfach auch mal damit auseinanderzusetzen, das ist genau der Punkt. Und das macht eben keiner freiwillig und keiner alleine, weil da Sachen aufgedeckt werden, die nicht schön sind. Und wir arbeiten auf drei Ebenen. Einmal auf der Ebene des Verstandes, auf der Ebene deines Denkers. Dann arbeiten wir aber auf der Ebene deines Körpers und dein Körper ist die 1:1 Reflexion deines Unterbewusstseins. Da in deinem Körper spürst du ganz genau, was weiß und was falsch ist, was richtig ist für dich und was nicht. Und dass es für deinen Körper nicht richtig ist und dass es für ihn falsch ist und dass er da ein bisschen Hemmungen hat und nicht weitergehen will, weil er Angst hat, weil es unbekannt ist, heißt aber noch nicht, dass es per se nicht in Ordnung ist. Ja? Und das ist auch so wichtig zu erkennen, wie dein Körper dich so, so oft von Sachen zurückhält, Dinge zu tun, zu machen und umzusetzen, nur weil er es nicht kennt und dann als Gefahr einstuft und alle Alarmglocken in deinem Körper auf emotionaler Ebene leuchten, Angst kriegst, Atemnot, schwitzige Händchen. Aber das ist nur, weil dein Körper sich in einer Welt befindet, in dem dieses Normal noch nicht da ist. Aber sobald dieses neue Normal da ist, dann wird dein Körper auch nicht mehr reagieren. Das ist so, so wichtig. Und die letzte Ebene ist eben diese göttliche Kraft, die Ebene der göttlichen Kraft, der göttlichen Perfektion. Und das ist eine energetische Ebene. Das ist eine ganz klare,
liebende, hochschwingende, dir absolut wohlgesonnene Energie, die für dich immer zur Verfügung steht, wenn du dort bist, wo die Energie ist. Sie ist immer da, aber du musst auch da sein. Und das ist genau das, was wir anschauen werden in den 6 Wochen. Und ich lade dich wirklich, wirklich ein. So, was hat jetzt der Philipp noch geschrieben? Ach, da gilt erst zu sein, dann kommt es. Also auch in der Fülle leben. In der Fülle leben. Jeder macht ja eine andere Art von Arbeit. Ich liebe es, Geld für Tierwohl einzusetzen, zum Beispiel für städtische Taubenschläge, Schutz der Stadttauben, Selbstsabotage, auch in vielen esoterischen Kreisen verbreitet. Sparsam sein, keine Ansprüche. Minimalistisch sein, auf kleinem Fuß leben, in einer repräsentativen Villa leben zu wollen, ein tolles Auto zu fahren, wird schon fast als Verruf angesehen. Als ich anfing, mir anderes Geldbewusstsein anzusehen, hatte ich immer anfänglich ein flaues Gefühl im Bauch. So, also es stimmt absolut, was du sagst. Ja, es ist so. Unser Körper ist einfach diese Reflexion dessen, in was für einem Mindset wir leben, was wir uns schon antrainiert haben. Und das gilt es zu durchbrechen. Und der Körper möchte das ja nicht durchbrechen. Der möchte ja da bleiben, wo er ist, weil er sich da gut auskennt und weil er sich da sicher fühlt. Aber wenn er sich woanders gut auskennt, dann fühlt er sich da ja auch sicher, oder? Das ist einfach Fakt. Und wir gehen quasi schon in die neue Welt, in die neue Energie, weil wir können ja Realitäten wechseln und uns quasi anklimatisieren an unsere neue Realität. Und das macht auch riesengroßen Spaß. Und diese ganzen Bullshit-Stories, keine Ahnung, wenn ich mich für Tierschutz einsetze, dann muss ich all mein Geld für Tierschutz eingeben und darf kein schönes Auto haben, in keiner Villa wohnen. Was soll denn das, oder? Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und da dieses, ja, finde heraus, wer du wirklich bist. Finde heraus, wer du bist als Schöpfer. Finde heraus, wer du wirklich bist als Schöpfer deiner Welt und als Schöpfer deiner Regeln. Ja? Um was geht's denn wirklich? Wie willst du denn denken? Wer bist du denn? Was ist dir wirklich wichtig? Und das herauszufinden, ist manchmal nicht so ganz einfach, das mit sich selber zu tun. Weil du hast ja die ganzen Bullshit-Stories vor dir. Du hast ja all diese Stories, die nicht wollen, dass sie entlarvt werden und an die Oberfläche kommen, weil erst dann können sie gedreht werden. Die wollen sich ja verstecken. Die kommen nicht so einfach raus, ja. Die stellen sich nicht dahin und sagen, ja, das und das sind wirklich diese kleinen, kleinen Pünktchen in deiner Vorstellungswelt, die dich einfach nicht in Reichtum gehen lassen, die dich einfach nicht in Fülle gehen lassen, ja? Wie zum Beispiel riesengroße Bullshit. So, über Geld spricht man nicht, ja? Über Geld spricht man nicht. Aber ich muss doch über meine Preise sprechen. Ja, wenn deine Preise zu hoch sind, dann passiert das und das, ja? All diese Stories, aber ich kann mir meine eigenen Stories machen und mein Leben wird sich nach meinen Stories richten, genauso wie sich dein Leben nach deinen Stories richten wird. Aber die alten Stories wieder, die wollen nicht gehen, die wollen da bleiben, die wollen dich ja schützen, die denken ja, sie sind so schlau. Diese alten Stories meinen ja, sie sind richtig und ich werde dir helfen zu erkennen, dass es Lügen-Stories sind. Das ist einfach, dass sie sich eingeschlichen haben, schon in unserer Gesellschaft, von Generationen zu Generationen. Aber ich werde dir aufzeigen und beweisen, dass diese Story kein Hand und Fuß haben und dass diese Stories keine Existenzberechtigung haben, weitergeführt zu werden. Und wenn du das erkennst, dann willst du die Story gar nicht mehr in deine Zukunft tragen. Dann lässt du die einfach da stehen, wo sie ist, lässt andere mit dieser Story sich auseinandersetzen und diese Story weiterleben. Aber du wirst einfach so cool und entspannt sein und sagen, ja, war auch mal meine Story, ist es aber jetzt nicht mehr. Ja? Und da habe ich ganz, ganz viele Beispiele. Ich komme wieder zurück auf diese Story. Darf ich über meine Preise reden?
habe ich auch ganz lang diese Story gehabt. Nein und ja und schwer und Angst davor, darüber zu sagen, was kostet was und so weiter und so fort. Diese Stories, die waren auch da. Aber warum sollte ich nicht über meine Preise reden? Warum sollte ich nicht? Ich will ja offen und transparent sein und dann in Bezug auf Preise irgendwo im Hintergrund so ganz heimlich, heimlich, heimlich dann nur den Eingeweihten sagen, was meine Programme und meine Angebote kosten. Warum sollte ich das tun? Aber ich habe es auch getan und ich habe lange jedes Mal, wenn ein Gespräch dann dazu, ja, und was kostet es? Ist ja alles ganz toll, was kostet es dann? Mach, dreht es mir schon den Hals ab, bevor es überhaupt meinem Gegenüber ein Problem kriegt. Und wenn es mir den Hals abdreht und ich ein Problem habe, über meine Preise zu reden, dann kannst du sicher sein, dass dieser Preis ein Problem ist für das Gegenüber, obwohl das Gegenüber eigentlich überhaupt kein Problem mit diesem Preis hätte. Das habe ich dann schön selber kreiert, bloß weil ich mein Thema vorher nicht in Ordnung gekriegt habe. Und das ist nur ein einziges Beispiel von vielen, vielen, vielen Themen dieser gleichen, ähnlichen Art. Und die müssen hochkommen. Die müssen wirklich wie so beim Unkraut ziehen. Musst du die wirklich mit der Wurzel, musst du den ganzen Bullshit mal rausholen. Sonst vermehren die sich weiter und weiter. Und da Unkraut jäten ist nicht geil. Da findet auch keiner schön. Aber wenn dann alles wirklich sauber ist und du eine schöne Einfahrt hast, ohne dass überall das Unkraut hochsprießt und dich jedes Mal nervst, wenn du reinfährst und dich abhält von irgendwelchen schönen Dingen, die du eigentlich sehen möchtest, dann jäte dieses Unkraut. Und jetzt jäte es mit uns zusammen für 499 Euro. Und ich sage es nochmal, statt 3000, weil es mir ein Herzens Angelegenheit ist, weil ich verändern will, weil ich wirken will, weil ich bewirken will, weil ich mit euch bewirken will und einfach hier Unkraut jäten möchte. Dieses Unkraut muss jetzt gejätet und entfernt werden. Das braucht kein Mensch. Und noch eins, was ich nicht oft genug sagen kann, ist, so viele Arschlöcher, die ganz üble Geschichten mit Geld machen, haben Geld. So, wer das jetzt ist, könnt ihr euch selber ausdenken. Dass es nicht gut ist, das wissen wir beide zusammen. Und dass wir das nur ändern können, indem wir bereit sind, für uns Geld zu empfangen und Geld zu verteilen, auf einem ethischen Grundsatz, auf einer ethischen Ebene, in einem ethischen System, das für uns stimmt, bedeutet in erster Linie, dass wir lernen, Geld anzunehmen, Geld zu verwalten, Vermögen zu verwalten und so dieses Geld in ein anderes System zu bringen. Und wenn du mit mir da einhergehst, dann mach dich bitte auf den Weg, ob du jetzt mit uns die Weinmoney mitmachst, 4 Wochen wären es normal. Ich gebe 2 Wochen noch dazu, damit sich es unbedingt in dein tiefstes Innerstes bis auf jede Zelle einsetzt. Und wenn du nicht dabei bist bei Divine Money, mach's trotzdem. Schau, dass du zu ganz, ganz viel Geld kommst und schau, dass du ganz, ganz viel Geld dort einsetzt, wo dein Herz das Geld haben möchte. Ja? Das ist eigentlich das, worum es mir wirklich geht. Dass die Leute, die hier sind in meiner Gruppe, finde heraus, wer du wirklich bist, werde gesund und finanziell belohnt, du selbst zu sein. Diese Herzensmenschen, dass diese Menschen Geld haben und Gutes erwirken und bewirken. Das ist mein Anliegen. Also, ihr Lieben, ihr habt noch Zeit, ihr könnt es euch auch überlegen, bis morgen Abend, 23:59 Uhr. Dann switcht der Preis, das mache ich nicht von Hand, das macht das System automatisch, dann ist es wieder bei 3000 Euro. Also, wenn du damit spielst, wenn dir das jetzt irgendwo dich angesprochen hat und du sagst, ja, das sollte ich doch jetzt mal in Angriff nehmen, dann mach's jetzt. Also, bis dann. Tschüss.